Sturmtruppler. Mach du dein eigener Kram. So. Ihr habt Bild, ne? Bild. Nimm das. So, los geht's. Das ist Stark Wars als Roleplay-Arc-Server. Wer hier mitmachen will, ich hab's schon im Titel stehe, aber man kann da unter Commands gucken. Ausrufezeichen Server und ihr sind dabei und greift der Fallschirm. Oh. Jo, das ist allein schon mal ein Mod. Ne? Er spawnt ja nicht im Himmel normal. Und wenn man per Fallschirm runtergesegelt. Hintergrund ist, wir haben den Todesstern gerade von Skywalker durch den Lüftungsschacht zerstört bekommen. Soll in den Himmel gucken, aber ich weiß nicht warum. Was ist nicht da? Doch, ich hab nichts gesehen. Kann nicht laufen. ACM greift gerade bei mir. So, ich soll in den Himmel gucken, weil meine Story nicht passen wird. Oh, ja, okay. Es gab. Dann drehen wir das Ganze. Es gab eine Weltraumschlacht und dort dabei sind wir schwer zurückgeschlagen worden, explodiert. Wir konnten uns gerade so mit Rettungskapsel retten und haben uns auf den naheliegendsten Planet geschossen. Ich meine, ihr siehnt den Todesstern, ne? Ist nicht. Ist nicht weit weg. Ich habe gerade was gehört. Ich muss gucken, was das war. Oh Gott, ein Rebelle-Droide? Ich muss hier weg. Wenn der mich erkennt, dann bin ich fällig. Oh Mann. Naja, am Strand kann ich schon mal nicht bleiben. Ich muss jetzt erst hier weg. Also, es gab eine Weltraumschlacht. Wir haben uns müssen zurückziehen. Rettungskapsel, Schiff wurde zerstört und haben uns auf den nächst naheliegendsten Planet geschossen. So, ich bleibe jetzt erst mal da leihe. Selbst ich musste mich retten und jetzt muss ich gucken, dass die mich nicht entdecken, die Rebelle. Ich hoffe, es kommen noch andere Sturmtruppler, dass ich hier klarkomme. Ich meine, ja, Imperator, weiß überhaupt nichts, kann ich das doch essen? Weiß ich nicht, ich habe ja immer alles auf Tablette geprunkriegt und wusste dann gleich, das ist was Essbares. Ich musste mir keine Thronsaal baue oder so, ne? Der Todesstern ist mir gebaut, wo ich hab mich einfach nur hingehockt, wo er fertig war. Also ich bin da ein bisschen verloren. Ich brauche Sturmtruppler. Ausrufezeichen Server in der Chat. Genauso gut weiß ich nicht, ob sich die Rebelle hier befinden. Ob die gesehen haben, dass ich mich per Rettungskapsel hier gerettet habe. Das weiß ich nicht. Natürlich sind das hier auch Rebelle sind. Wer Rebelle sind will, das gilt dasselbe, ne? Ausrufezeichen Server, ihr verdammten Rebellen. Ja, es gilt jetzt erstmal hier klarzukommen. Klar, ich habe ein bisschen Schrott dabei, würde ich fast sagen. Moment. Okay, so. So, deine Schrott da weg. Denn hat ja jeder, wo die Erfolge freigeschaltet hat, so eine Schrott. Ja, das. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen, ich habe an einem Busch rumgefarmt, also. An Wurst, Hucke, wir haben ein bisschen Koch, wir haben Kompass, Sack, Feldflasch zum Glück und Leuchtpistole, um Signal zu senden. Das ist die Ausstattung, ne? Und jetzt muss ich hier alleine klarkommen. Ich habe natürlich nicht meine Gewänder, die typische Pi-Gewänder, die fehlen mir komplett, erster Tag und schon hatten wir mit der Polizei zu tun. Oh, erzähl, will ich mehr wissen, du Fuhr-Techner?
Nein, ich denke nicht, dass es die auf dem Planet gibt. Versorgungsoffizier. Schade. Schade, dass du halt nicht mitmachen kannst. Wir haben gewiped von gestern auf heute, weil, ja, es gab noch mal ein paar Probleme, die haben wir ein bisschen beseitigt. Es ist ein Vibe, es ist ein Neustart, also alles auf Null. Ne? Nicht schlimm, wenn du ausfällst. Kommst dann einfach, wenn es weitergeht, ne? Wir sind ja doch noch in der Testphase, ich habe extra Test dran geschrieben. Alles gut, Promeuchel, alles gut. Soll ich da was sagen? Ich hab da was eingestellt. Also da kommen jetzt die Alerts in die anderen Richtungen. Ich will ich nicht, ich kann das einfach inspielen, ne? Du musst jetzt kämmen, ne? Irgendwie da was schenke, ja, hier bloß auf damit. Ich wollte halt nur so. Ich hab mich drum gekümmert. Mehr sag ich dir dazu nicht. Weil du warst ja so großzügig, finde es immer noch mega Funder, also ganz ehrlich, Dankeschön, ne? Ich habe ja doch von den Geschenken an die andere mehr gehabt, wie die Beschenkte. Ja, sag ich doch. Funktioniert! Sehr schön! Ach, du schon wieder? Och, Promeuchel, ehrlich! Dankeschön. Dankeschön. Gleich 100 Stück. Hoffentlich helfen sie mal, diese 100 Druide. Sehr nice. Sehr nice. So. Was ist das? Was sind das für Kreaturen hier? Das ist ja. Oh, die haben Angst vor mir, okay. Und dahinter zerfleischen sie sich gegenseitig. Was war denn das gerade für ein Join-Befehl? Wem hast du denn jetzt schon wieder geschenkt? Im Nightbot. Oh Mann! Du kannst doch im Nightbot das Ding nicht schenken. Du wolltest nur das Ding hier. Sag doch was. Na, hätte ich es keine selbst auslöse. Welche? Übrigens, dass das meine Lache ist. Ich habe die extra ingespielt. Ach, ja, ja. Ja, ja. Es hat nur das passende Gift dazu gefällt. Ja, passt, ne? Kann Sinn, ist zu viel. Aber, ne? Ich nehm's gern. Ich freu mich da richtig drüber. Aber im Nightbot, oh Mann, Promeuchel, ehrlich, im Nightbot. Welcher Streamer sein Nightbot hat eine abonniert? Welcher Streamer kann das von sich behaupten? Ja. Nur der Impi. Nur im Impi sein Nightbot ist Abo bei ihm selbst. Ja, ja. Da. Ich guck mich doch jetzt mal um. Ich hier mal do irgendwas Essbares zu finden. Da hänge ja lauter Beere dran. Da muss ich mich mal durchprobieren, welche do essbar sind oder vielleicht bitter schmecken oder so. Nutzen wir deine Felsdor als Schutz. So, was haben wir dann da? Schmecken dann die? Bäh, sind die bitter. Bäh, die Weise. Ne. Ein bisschen sauer. Geht aber. Boah. Boah, die sind aber richtig. Boah, da ist viel Fruchtfleisch. Boah, sind die saftig. Oh. Ja. Nur leichter Geschmack, aber nicht schlecht, aber viel Wasser. Viel Wasser drin. Das da? Oh. Oh.
Ich glaube, die waren nix. Oh. Oh, nee. Na, die kann man nicht essen. Ich glaube, wenn ich dort so viel davon nehme, dann. Ja, da ist, bin ich K.O. Oh. Oh, die rote, die. Das sind auch gut. Ja. Ja. Machen sogar ein kleines bisschen fitter. Ja, die Rote sind nicht schlecht. Okay. Okay, jetzt weiß ich zumindest mal, die Weiße sind zum Schädle. Und die Schwarze, ja, wenn ich mal nicht inschlafen kann, dann nehme ich Schwarze. So, komme ich da hoch? Nehmen wir uns da mal einen erhöhter Punkt und können uns besser umschauen. Das nächste Mal muss ich in meine Versorgungskapsel noch Fernrohr inpacke. Weil ohne Fernrohr, das sieht man da ja gar nichts. Also, wenn ich es wieder schaffe in den Todesstern zurück, dann gibt das die nächste Order. Fernrohre in die Rettungskapsel, dass wenn man auf so einem Planet landet, dass auch Fernrohre dabei sind. Man muss ja die Gegend erblicken können. Ja, ich gucke mich da jetzt weiter um. Müssen doch irgendwo, müssen Überlebende sind. Es kann doch nicht sein, dass da nirgends ein Sturmtruppler ist. Skeletor? Ja. Ja. Einfach ja. Ich bin in die Richtung nicht begabt und wenn sich doch jemand finden lässt. Nehme ich das gerne an. Derjenige soll sich dann auf meinem Discord melden und dann du mal zusammen uns bespreche, wie die auszusehen haben. Skeletor, bist du in die Richtung begabt? Ja, können wir uns gerne mal zusammensetzen. Ansonsten habe ich doch noch Kenner gefunden in die Richtung, der mal das machen könnte. Ich selbst, es hört beim Strichmännchen auf, wenn er mich verstehen. Ich bin jetzt begabt, dass ich so Millenniumsfalge durch hier zaubern könnte aufs Blatt. Wenn sich doch jemand wirklich dafür begeistern kann. Und ja. 100 Mal besser ist wie ich im Zeichnen, dann gern, wenn man es gern zusammensetzt. Ja. Wenn sich doch jemand im Chat findet. Das ist fast sogar mehr wert wie ein Bit oder A Donation oder a Subsätze. Ich finde sowas viel wertvoller. Wenn sich so jemand meldet und quasi Zeit und hinsteckt, so Emoji zu zeichnen. Ja, das ist schon ordentlich was wert. Würde mich übelst freuen, wenn sich da so jemand melden würde. Bin kein guter Zeichner. Vielleicht Pro Meuchel. Pro Meuchel! Kannst du zeichnen? Noch keine Subgruppe im Discord. Wir hätten doch festgestellt, dass der Impi in solche Sache langsam ist. Aber es notiert. Ist notiert. Du förderst mich richtig, ne? Du pusht mich. So, ich muss doch jetzt mal ein bisschen weiter Roleplay betreiben. Also ich erblicke da irgendwie keinen weiteren Sturmtruppler. Ich weiß ja gar nicht, hat probiert es mittlerweile einer von euch überhaupt? Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich kann ja doch nur auf euch bauen. Dass einer von euch sich als Sturmtruppler Berufe befindet und Ausrufezeichen Server in der Chat und dann mich sucht und mich hier unterstützt. Wo ist mein Baumeister? Wo ist mein Erkunder? Zoologe, Waffenschmied. Es wird alles gebraucht im Moment. Rüstungsmeister, Protonenblaster, Chemiker. Die Berufewahl ist sehr weit gestrickt und ja, wir können auch primitiv drüber sprechen. Ich brauche Holz. Was hast du jetzt wieder gemacht? Du bist so schlimm. Nicht so schlimm für Stufe 3. Was heißt denn das? Was ist das mit der Stufe?
Du hast auf 3 Monate verlängert. Alter. Alter. Du machst mich fertig. Du machst mich so richtig fertig. Weißt du das? Gott, machst du mich fertig. Ich danke dir echt. Echt nice von dir. Und du kannst halt echt nicht auf den Server kommen. Würde mich echt freuen. Vom Roleplay her war schon nämlich beim letzten Mal schon sehr gut. Ey, Tekna, echt? Mein Gott, was ist jetzt? Gott, bist du verrückt? Roleplay war recht gut. Tekna, Discord, ne? Echt Bescheid. 25. Ich weiß nicht, du hast jetzt Dollar geschrieben. Was ist denn das in Euro? Kann ich das ends zu ends? Ne, das stimmt nicht, ne? Der Dollar ist schwächer. Du hast also sogar mehr wie 25 Euro ausgegeben. Oh Mann, Brummeuchel! Ich hab's noch nicht so lang. Du überforderst mich damit. Ich will doch der Roleplay betreiben. Du holst mich ständig auf den zweiten Desktop und zum Gucken, was du wäre gemacht hast. Du haut da 100 Bits raus, dann haut er GIF wieder raus oh, an den Nightboard und Alter, Wahnsinn, Wahnsinn. Und haut sich selbst nur auf den dritten Sub. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Warte mal, wenn ich mit dem Twitche und Bits und Subse und dem allem klarkomme, ne? Dann wird es schwer, mich zu überfordern. Jo, danke, Skeletor. Es macht's nicht besser, wenn da mal das auch noch vorrechnet und was es dann wirklich gekostet hat. Wo bleibt der Subcounter? Hirn doch jetzt auf her, verdammt die Scheiße. Mann, 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 Mann. Der Subcounter machen wir beim nächsten Stream. Ist notiert. Soll ich dann auch noch so, boah, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Manche Streamer haben dann da irgendwo im Bild irgendwo so Glasbecher, wo man dann so die Bits, Droide bei mir werden so, die Bits so rinwerfen kann. Soll ich sowas auch noch anschalten, dass ich das gleich weiß? Ja. Du Mensch, vorne der Stern, ne? Also da hast du jetzt deine Sterne und da könnte ich dann quasi Symbole drauf setzen. Ich dachte an, ja, Klon. Helme, Trooper-Helme, Vader-Helm, jo, so in die Richtung. Für die Monatszahl, Jahreszahl, bla bla bla. Aber ich brauche ja Chat-Emojis. Und da schwebt mir im Moment zum Beispiel ein Sturmtruppler vor, der Pizzastick isst. Und das soll halt auch wirklich so gut aussehen. Ne? Sturmtruppler-Helm, Hand und Salami-Pizzastück. Das wäre zum Beispiel ein Emoji, wo ich gern hätte. Oder ein Trooper, der die Hände hochhebt und Hype als Wort over drüber steht. Hype, Hype. Ne, das wäre vielleicht noch was. Kann von mir aus auch Darth Maul sind, der Hype schreit. Ne, also, wenn sich da einer als Zeichner melden will. Herr Tekne, du hast gesagt, du kannst relativ gut zeichnen. Fühlst du dich in der Lage, in so Richtung zu zeichnen? Kannst du gern machen, kannst du gern machen, aber du hast ja jetzt gehört, was ich bräuchte. Wenn du willst, setz dich dran und schick mir dann Dodofus erste Resultat, wenn du drauf Bock hast. Ich muss es ja von dir wissen. Wenn du drauf Bock hast, das zu zeichnen, dann kannst du das gerne tun.
Wenn du keinen Bock drauf hast, dann muss ich es nur wissen. Dann bin ich weiterhin auf der Suche nach einem Zeichner. Gut, ich brauche keinen weiteren Zeichner. Es hat sich jemand berufen. Tekna ist der imperiale Zeichner. Für Twitch. Wo sind meine Sturmtruppler? Ich setz mal do, Signal. Vielleicht sieht das jo irgendein Sturmtruppler. Ich meine, es ist jo Nacht. Vielleicht kann mich jo irgendein Sturmtruppler entdecken. Bin auf einem erhöhten Punkt jetzt. Ich muss mir doch noch gewinnen. Oh, was geht denn jetzt? Ja, die Information war ja schon mal hilfreich, aber was macht das? Muss man dabei Viechen nur froh, was das heißt in der Mod. Das ist irgendwo auf der Map wie. Ah, okay. Es fliegt ein Schiff über die Map drüber, Raumschiff. Und der Todesstern schießt das irgendwann ab. Die Meldung kommt, dass es fliegt und dann kommt die Meldung, dass es abgeschossen wurde und dann liegt irgendwo Frackteile und so rum. Hört sich interessant an, ne? Wir haben Loot Crates übrigens aus, also die Airdrops und Co. sind alle aus. Das ist dann quasi die einzige Chance, wo Loot zu finden. Habe ich jetzt verpasst, ne? Weil ich die Mod nicht kenne. Im Chat. Ja, aber leider tut mir leid. Soweit. Ich habe leider noch keinen Zeichner. Cave Drops auch aus, ja. Es ist, dieses Schiff abstürze ist die einzige Chance, an Loot zu kommen. Skeletor, ja. Sturmtruppler, der winkt, wäre nice, ja. Was ist, soll jetzt wirklich alles so Sturmtruppler sein? Ich stelle mir da Wookie vor, Ewok, Zabrak, Druide. Ich setz doch keine Grenze. Es darf halt nur niemand von der hellen Seite sein. Ein Toter. RIP. RIP. Oh, ich brauche unbedingt RIP. Es kann zum Beispiel ein toter Jedi sein. OMG, bist du der Imperator? Bin ich der Imperator, Chat? Welcher Imperator hättest du dann gern? Wie soll ich dich jetzt dafür überzeugen, dass ich der Imperator bin? Welchen Imperator erwatschen? Muss ich mal schon... Sag genau, welcher Imperator du suchst. Ich hätte gern den mit Zuckerwatte. Oh. Jetzt sogar jetzt gerade ein Jahrmarkt bei mir, ne? In der Gegend. Ich kenn. Oh, Zuckerwatte. Ich kenn mir echt Zuckerwatte hole. Och, Promeuschel! Mensch! Welche geh mir nur im Stream, geh mal nuff. Mal rund drüber laufen und mit Zuckerwatt heim. Den mag jetzt Zuckerwatt, wenn ich sowas schon her. Meine Güte, ne. Gut, was willst du dir holen? Was? Irgende Baby-Schoko-Dings-Bums-Stange. Das war wortwörtlich ihr Satz gerade, ne. Ich weiß wenigstens, was ich will. Zuckerwatt, ne. Wenn ich drüber spreche. Yes. Ich muss das alles nachlesen. Wie soll ich da Roleplay machen? Wo ist denn die Zuckerwatte? So, jetzt kann ich wieder ab da. Arg Fragezeichen. Ja, war cool. In dem Fall wäre ich genau der. Genau der MP bin ich. Schnapp Xidia, sag ich doch nur. Ja, der echte Impi bin ich. Ich bin der, der damals Schnaps Xidir Lied gesungen hab und Co. Ja.
Ich könnte jo, wart. Hab das irgendwo auf dem Rechner, habe ich das bestimmt. Oh, wart kurz. Oder du schaust einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei, ne? Da hätte ich ja alle Lieder, die ich gemacht habe. Es sind ja mittlerweile so viele neue Lieder dabei. Kennst du überhaupt die neuesten Lieder von mir? Wahrscheinlich nicht. Du kennst wahrscheinlich nur Schnappxidier. Aber ist ja gut, ne? Das war, alles hat einen Anfang. Irgendwie muss man ja anfangen, ne? So. Ich will der beste Owner sein, wie keiner vor mir war. Das Artefakt schnapp ich mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land mit meinem Imperium. Meine Truppen marschieren vor mir, lassen jeden verstummen. Imperium, komm, schnapp sie dir. Die dunkle Macht, das sind wir. Imperium, oh, vernichtet sie. Der Wien, der weiß schon wie. Imperium, komm, schnapp sie dir. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich sterbe von euch und ihr von mir. Imperium, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Als nächstes dran, das sagt Emmerit. Affenbande und Republik bekämpfen sich auf Shit. Ne Allianz, das brauchen wir nicht. Rakasurin Chiniers. Staffel 4 läuft derzeit. Der beste Tribe gewinnt. Imperium, komm, schnapp sie dir. Und das sind wir, Imperium, oh, vernichtet sie. Der Wind, der weiß schon nie. Imperium, komm, schnapp sie dir. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von euch und ihr von mir. Imperium, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Mit freundlichen Grüßen, der Imperator. Dankeschön, viel Spaß hat's gemacht. Ja, ne? Die neue kennst du nicht? Dann musst du unbedingt auf dem Kanal vorbeigehen. Ich habe da die Playlist gemacht. Ich habe auch schon wieder neuere Lieder, die noch gar nicht hochgeladen sind, weil ich hau die Lieder immer raus, wenn ich auf YouTube so ein neues neue Stufe erreiche. Ne? Das nächste Lied kommt zum Beispiel bei 1000 Abonnenten. Hau ich das nächste Lied raus. Und ist eigentlich schon produziert, ne? Ich müsste es einfach nur hochladen. Aber solange die 1000 nicht erreicht ist, ne? Und Abonnente, dann mache ich das auch nicht.